Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu meinem nächsten Unboxing. Und heute siehst du schon, wir haben Großes vor, denn das Paket ist so groß, dass es kaum ins Bild passt. Ja, was ist das Ganze? Jeder, der lesen kann, hat schon gesehen, es ist ein USB-Pen-Tablet. Hier auch nochmal ein Product-Shot von drauf. Jeder, der nicht weiß, was das Ding kann, die Teile sind zum Beispiel für Photoshop oder ich glaube PowerPoint und Word und die ganzen Programme können das auch, dass du zum Beispiel mal handschriftliche Notizen da drauf packen kannst. Ja. Das Ganze ist eines davon und das gucken wir uns heute mal an. Ich habe mich mal entschieden dazu, da ich mir sowieso eins zulegen wollte und habe ich mir gedacht so, es muss ja nicht immer mal das teuerste sein. Dann guck mal, vielleicht gibt es ja auch was inbezahlbar und das Ganze ist inbezahlbar, denn ihr habt das Ganze hier bei Amazon übrigens kein Product Placement für 33,59 plus der kostenfreien Lieferung. Ihr seht auch hier das Modell 420. Und hier oben, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, steht es auch nochmal, aber sonst seht ihr es nachher nochmal. So, packen wir das Handy wieder weg und gucken uns mal das Produkt an sich an. Das Produkt kommt in einer großen Schachtel, wirklich groß. Oberseite, Produktshot und ja, mehr seht ihr nicht. Ich habe es mal anders ausgeleuchtet, diesmal von oben. Hier oben sind dann noch ein paar Informationen, die gucken wir uns dann gleich noch an. Und hier dann oben, sorry, da oben muss ich mal ganz kurz die Kamera hochnehmen, dann sieht man hier oben noch so ein paar, ich weiß, es zittert jetzt ein bisschen, wenn ich die Kamera in der Hand habe, sieht man hier noch so ein paar Informationen, zum Beispiel das Ganze mit 60 mA, das Modell 420, Graphic Tablet, jo, hier oben ist dann noch der Verkäufer, mal abgeklebt, weiß ja nicht, inwiefern der sich vom generellen Verkäufer unterscheidet, und ja, gucken wir uns mal an, Unterseite, beziehungsweise eine Seite haben wir hier einmal den Hersteller, Huion. Muss man nicht drauf kommen, USB-Pen-Tablet, Rückseite ist verkehrt, dann gucken wir nachher da an. Hier haben wir nochmal so ein paar, stichpunktmäßig. Wir haben 4x2,23 Inch Größe, wie groß ist, sehen wir gleich nochmal. Wir haben 2048 Drucklevel, 4000 LPI und 200 RPS. Also von dem her weiß ich, das sind wie viele Abgleiche das Ding pro Sekunde macht, bei dem weiß ich nicht genau, was das ist. So, was haben wir hier? Ja, waren wir vorher schon. Hier haben wir nochmal den Hersteller, diesmal hinter bei grünem Hintergrund. Und nochmal, das Ganze ist ein USB-Pen-Tablet. Auf der Seite haben wir nochmal den genauen, keine Ahnung, soll das sein, Produktcode. Und hier auch nochmal das Modell angekreuzt. Das Ganze gibt es als normales H420 und das H420 sowie in schwarz. Und weiß ich, haben wir einmal das in schwarz. So, dann jetzt Rückseite, da waren wir vorher schon dran. Und auf der Unterseite, weiter unten haben wir nochmal 5 Volt bei 0,35 Watt. Gut, das Ding ist USB, da gibt es nicht allzu viel mehr. Hier haben wir nochmal Barcode mit der Produktbezeichnung. Und ja, oh, hier nochmal die Adresse. Hier nochmal Firmenlogo und Made in China. Ja, wen wundert's? Ja, auf der oberen Rückseite haben wir nochmal den Unterschied zwischen den zwei Modellen. Hier einmal das H420, das ich mir hier besorgt habe. Und auf der Seite wäre dann nochmal das normale 420. Große Unterschiede, ja, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht, bis auf hier auf die drei Express-Keys. Bei Express-Keys haben wir hier drei und hier fehlt das Ding, denn da haben wir wahrscheinlich dann gar keine. Und ansonsten eigentlich, ja, elektromagnetische Digitizer sind auf beiden drauf und ansonsten hier noch die Betriebssysteme, auf denen das Ganze funktionieren sollte. Ja, dann würde ich sagen, packen wir das ganze Ding mal aus. Ich habe schon mal reingeguckt und fehlt hier jetzt, ist normalerweise noch so ein kleiner Klebestreifen, der fehlt jetzt, weil ich schon mal reingeguckt habe. Machen wir es mal auf und dann sehen wir hier als erstes mal das Penpad, das legen wir mal beiseite, das gucken wir uns später an. Lege ich hier mal auf der Seite. Hier haben wir dann schon mal den Stift, den wir brauchen. Den können wir eigentlich auch direkt mal auspacken. Der ist hier oben verklebt. So. Einmal aus dem Gummi herausnehmen. Es ist der Stift fürs Penpad. Eine Mine ist schon drin. Hier haben wir die zwei Taschen und hier oben wie bei einem Kugelschreiber an und aus. Um das Ganze dann zu bepowern, brauchen wir hier eine Batterie rein. Gut, bauen wir den Stift wieder zusammen und legen ihn auch mal auf die Seite, hier oben neben das Tablet. Hier haben wir dann noch so Ersatzminen für den Stift. Die sind auch unterschiedlich, ich weiß nicht, ob man sieht, die sind auch unterschiedlich groß und unterschiedlich breit. Plus so eine Klammer, mit der man die Minen aus dem Stift rausholen könnte. Man kann es aber auch einfach mit den Fingern machen, zumindest bei meinen alten Penfeds ging das Ganze so. Ja, wenn wir hier die schwarze Plastikabdeckung noch wegnehmen, haben wir hier noch das USB-Kabel, das brauchen wir fürs Penpad nachher. Eine Anleitung. Super. Eine chinesische Anleitung. Übrigens, hier, das ist hier
scheinbar nur die Anleitung für die, ihr seht ja hier, für die Software scheinbar, die mit bei ist. Hier haben wir es dann noch in einer anderen Sprache. Ja. Aber ich denke, Anleitung brauchen wir nicht, wir sind Männer, wir brauchen das nicht. Hier haben wir nochmal eine Anleitung, auch auf Deutsch, 13 bis 16. Mach ich mal Seite 13 auf, gucken wir mal rein, 9, 13, hier. Ja, eigentlich auch nur, in Anführungsstrichen, die Anleitung für die Software. Und hier, das Ding ist ein bisschen schlecht gedruckt. Das sieht nicht durch die Kamera so pixelig und verschwommen aus, das ist so verschwommen gedruckt. Entweder ist es mal feucht geworden, oder ihr braucht einen neuen Drucker, aber die Schrift geht dann an sich schon wieder. Gut, legen wir das auch mal beiseite. Hier haben wir dann noch den Treiber auf der CD. Auch für, so wie ich das mitbekommen habe, auch für mehrere Tablets. Gibt ja mehr. Ja, nehmen wir dann mal das Tablet, das Pad zur Hand, das Penpad, ich sage mal Tablet, wo es eigentlich gar nicht gar kein Tablet ist. Nehmen wir es einmal aus der Folie raus. Man merkt auf jeden Fall, das Ding ist nicht sonderlich schwer, aber es macht einen gut verarbeiteten Eindruck. Ich kann es mal auf, halt's mal so. Hier an der Seite haben wir die. Es sieht ein bisschen verstaubt aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Ist scheinbar doch die Verarbeitung, wenn sich dicht bricht. Hier an der Seite haben wir die drei Express Keys. Hier unten eine kleine LED. Auf der Seite haben wir nichts. Auf der Unterseite haben wir Sachen, die auf dem Kopf stehen. Müssen wir einmal umdrehen. Auf der Unterseite haben wir nochmal das Modell und einen QR-Code zur Facebook-Seite. Okay, ist scheinbar mittlerweile so, jeder Hersteller pappt noch seine Facebook-Seite unten drauf. Hier haben wir nichts, das hatten wir gerade. Und hier haben wir den Anschluss für USB, wenn die Kamera das mal bitte scharf stellt. Ich versuche mal nochmal so, jetzt sieht man es einigermaßen, hier haben wir den Anschluss für USB dann dran. Ansonsten liegt er auch ganz gut in der Hand. Hier haben wir dann noch das USB-Kabel. Können wir auch mal auspacken, gucken wir mal, wie lang das Ganze ist. Ja, am besten mit dem Kabel die Kamera umschmeißen. Boah, dürfte ungefähr, was dann, ich glaube 1,50. Ja, kommt hin. So, haben wir noch den Stift, würde ich sagen, bauen wir den mal zusammen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier muss eine Batterie rein. So, hier habe ich eine, die rein muss. Wie rum ist übrigens billige 1 Euro Batterie. Wo muss er rein? Haben wir hier Plus, Minus? Ja, hier Plus, dann muss hier nach Adam Riese Minus. Packen wir das Ganze hier rein, schrauben ihn zu. Natürlich den Deckel gerade draufsetzen. Da mag man es halt bei billigeren Tablets, muss halt ein bisschen friemeln, die anderen teuren Tablets setzen halt dann direkt drauf und dann, okay. Geräusch macht er keinen, außer das Klicken. Ich dachte, es vielleicht irgendwie so, er piepst beim Einschalten irgendwie so, tut er aber nicht. Gut, ausgepackt haben wir es, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich am Rechner wieder. Bis gleich. So, hier wären wir dann wieder jetzt auch mit besserer Soundqualität auf dem Rechner. Ich habe hier einmal den Treiber schon installiert. Ich kann die Installation leider nicht zeigen, denn während der Installation werden sämtliche Programme, die das Penpad unterstützen, abgeschaltet für die Treiberinstallation und die Aufnahmesoftware hier, die gehört leider auch dazu. Ich wusste gar nicht, dass sie das unterstützt. Werde ich gleich mal dann so ein bisschen mit rumspielen, was ich da dann machen kann. Wahrscheinlich irgendwie direkt auf dem Bildschirm so zeichnen. Ich habe das Ding jetzt nicht eingesteckt. Und ja, wir haben hier jetzt die Stifteinstellung, einmal mit der ersten Taste, zweite Taste. Dann werde ich einmal, ich mache das mal so wie bei meinem alten, die vordere, beziehungsweise wenn ich das Stift in die Hand nehme, ja, die vordere ist die rechte und die hintere auch, denn du kannst bei dem Programm, wo ich dann gleich zeige, kannst du mit der rechten Taste das Ding hier, die ganze Ebene verschieben. So. Dann können wir hier auf Übernehmen und dann das ganze Teil einmal einstecken. So, ich habe das ganze Ding jetzt mal angeschlossen und ihr seht jetzt oben rechts, links, wo auch immer ich das Ding hinpacke, hier mal das Tablet und ich weiß, die Kamera hier ist jetzt nicht gar so optimal. Und ja, je nachdem, was wir hier bei den Bildschirmeinstellungen eingestellt haben, wird das Ding zur Maus. Ich habe den Stift schon mal eingeschaltet, wenn ich jetzt hier drauf gehe und ihr achtet mal auf den Mauszeiger, wird das Teil zu meinem neuen Mauszeiger. Und ja, hier können wir einfach auf Übernehmen klicken, steht hier unten noch, das Gerät ist angeschlossen und auf OK. Und jetzt brauchen wir an sich eigentlich nur noch eine Software, mit der wir hier das Ding auch verwenden können. Da gibt es ganz viele, Google macht dich da um einiges schlauer. Der Professionalität zuliebe nutze ich jetzt hier mal Photoshop. Ich habe jetzt nur mal eine neue Ebene gemacht, hier einmal ausrichten und jetzt müssen wir einmal was verwenden, womit das Penpad auch arbeiten kann. Ich nehme jetzt hier mal
den Pinsel, mache die Farbe jetzt mit der Maus noch auf blau. Und jetzt schnappe ich mir einfach mal das Penpad, gucke, ich tippe es noch nicht drauf, ihr seht, da passiert auch noch nichts. Und jetzt kann ich hier einfach da drauf schreiben. Machen wir mal so. Jo. Funktioniert. Es funktioniert, ihr seht es auch hier, wenn ich ganz leicht, ist die Linie schmaler, wenn ich fester drauf drücke, wird die breiter. Das ist mit der Druckempfindlichkeit. Wir können hier auch in dem Grafiktreiber, wenn wir den nochmal aufrufen, können wir auch hier ein bisschen rumspielen, zum Beispiel mit dem Pen Pressure Test. Ich hole das mal hier rüber. Da können wir zum Beispiel auch den Druck festlegen. Seht ihr unten die grüne Linie. An der seht ihr jetzt zum Beispiel den Druck, wie fest ich da drauf drücke. Und ja, ich weiß, für mich ist es nicht ganz so optimal, denn ich Linkshänder und die Knöpfe sind hier an der Seite, die Makrotasten. Die könnt ihr euch aber leider auch nicht selber einstellen. Wenn ich hier das mal in den Vordergrund hole, wenn ich hier mal, jetzt habe ich mit der Maustaste einmal reingeklickt, wenn ich hier was male, die Taste hier ist immer STRG Z, die ist zurück, die hier ist dann die E-Taste für den Radiergummi und die hier ist die P-Taste für beziehungsweise die B-Taste für den Pinsel. Könnt ihr hier schön mit rumspielen. Gut, rechte Maustaste haben wir vorher ja auf die Dinger hier gelegt. Kann ich jetzt zum Beispiel hier, wenn ich mal angenommen, ich bin jetzt hier am Malen, klippe hier schnell drauf, wähle mir den neuen Pinsel aus. So habe ich hier den neuen und kann damit direkt weitermalen. Ja, soviel auf jeden Fall zum Penpad von Husqvarna oder wie auch immer man das Ganze aussprechen will. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut gelungen. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit rumspielen und ja, ich hoffe, euch hat das Review und das Unboxing soweit gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.